So, hallo, wir machen weiter. Bei Cult of the Lamb. Letztes Mal, ich habe keine Ahnung, gestern gab es auch keinen Part. Es fehlt noch ein Ketzer. Und bei diesem Ketzer fehlen, glaube ich, noch drei Abschnitte. Also ich schätze, wir werden diesen Part noch nicht zum vierten Ketzer kommen. Aber wir werden sehen. Oder Priester heißen die ja, glaube ich, ne? Nicht Ketzer, Priester. Ja, wie auch immer. Ich muss jetzt erstmal gucken, was los ist bei unserem Lager. Ich würde mich jetzt aber gar nicht so viel ums Lager kümmern wollen. Ich würde relativ schnell in die Kreuzzüge reingehen. Weil wir jetzt uns doch mit sehr, sehr schneller Geschwindigkeit wieder der Schulzeit nähern und ich absolut nicht sagen kann, wie viel Nerven ich dann habe, sowas aufzunehmen. Ich würde mir gerne vornehmen, Entschuldigung, ich würde mir gerne vornehmen, eine Sache, die ich halt schnell aufnehmen kann. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, weil ich habe jetzt ja, habt ihr vielleicht mitbekommen oder nicht, einen SMW-Hack gespielt mit Stevie oder von Stevie, I Wanna Be The Rom-Hack. Und ein SMW-Hack aufnehmen ist halt somit das Schnellste, was geht. Ja? Deswegen denke ich, das ist keine offizielle Ankündigung. Aber so zwischendurch mal ein Part droppen mit ein bisschen SMW-Hacks, die ich spiele, ist vielleicht mal drin. Aber wie gesagt, absolut keine Ankündigung. Ne? Kann durchaus sein, dass wenn jetzt wieder Schulzeit ist, dass ich dann quasi wieder komplett raus bin aus allem. Das lässt sich absolut nicht vorhersehen. So, was ist denn jetzt los hier? Ich habe das Gefühl, je weiter wir den Kult aufbauen, umso mehr leckt es immer, wenn ich am Anfang hier erstmal alles lade. Das ist sehr schwierig. So. Es ist gerade Tag. Haben wir schon gedingst? Nein, natürlich nicht. Dann machen wir mal gerade wieder eine Masseninspiration. Hier liegen auch Sachen rum. Aber es sind so wenige unterwegs. Wo sind denn alle? Ach so, den haben wir schon, okay. Den auch? Ne, den nicht. Sind die anderen, wo sind denn alle unterwegs? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier ist einer auch nur. Ah, den haben wir jetzt schon mitgenommen. Der ist krank und erholt sich. Der ist krank und erholt sich. Hier ist noch einer. Was mit dir? Hast du eine Quest? Nee. Hier sind noch welche. Okay, haben wir auch schon. Gut, haben wir heute schon gepredigt in diesem Stand? Ich habe doch keine Ahnung. So. Wir gucken mal. Ja, haben wir scheinbar schon. Ja, okay, es ist kurz... Ne, es ist eigentlich so Mitte des Tags, ne? Gut, pass auf. Dann jetzt ohne weitere Umschweife. Ich esse geschwind eine Sache. Ich esse geschwind was und bereite schon mal vor. So viel, was ich vorbereiten kann, ne? Dieses sofort übergeben, das macht halt auch dann wieder keiner weg, richtig? Okay, wir machen es, glaube ich, anders. Ich mache mir jetzt selber geschwind was. Das mache ich jetzt für mich. Nein, das ist meins. Nein, das ist... Ich wollte das essen. Aber vielleicht habe ich heute auch schon was gegessen. Vielleicht kannte ich jetzt nichts essen.
Bitte übergib dich nicht, Mist. Wisch das direkt wieder weg. Okay. Ja, das ging jetzt nicht so gut. Passt auf, dann machen wir es anders. Machen wir es anders. Wir machen das Übliche. Wir machen das Übliche. So. Gut, was immer jetzt passiert, während wir auf Kreuzzug sind, wird sich nicht auf den Glauben auswirken können. Geht das gar nichts? Und ich kann auch nichts hinzufügen. Okay, aber hier ist eh noch alles voll. Ja, gut, hier ist ja alles voll. Okay, wie auch immer. Wir gehen los. Stopp, wir gehen nicht los. Ich bin ja blöd. Ich bin ja blöd. Felix? Dann... weit. Das mit der Bombe kennen wir noch gar nicht. Wir sind bisher noch nie zu dritt losgezogen. Wir sind bisher noch nie zu dritt losgezogen. Bartman ist krank. Ich habe eine Blume. Ich habe 5 Blumen zu wenig. Sind da irgendwelche Blumen dabei hier jetzt? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist eine Quest. Ah, ich soll eine... Ja, können wir später machen. Wenn wir später machen, aber ja, ist okay. Boah, aber ich brauche jetzt 5 solche Blumen. Ach, das ist doch schon wieder dämlich. Kriege ich jetzt auf die Schnelle solche Blumen her? Immer nur in der ersten Stage, ne? Ich glaube, immer nur in der ersten Stage. Aber jetzt habe ich... Ach, Mann... wenn der jetzt Bartman raussucht gerade, ich will hier nicht losziehen, ohne dass... Okay, pass auf, wir machen. Wir machen schnell Folgendes. Ich kann ja jederzeit die Stage verlassen. Das haben wir ja mal jetzt gelernt, ne? Das müsste ja jetzt funktionieren. Aber wir brauchen wieder mehr Blumen. Wir brauchen wieder mehr Blumen. Das ist eigentlich alles völlig egal. Ich will nur ein bisschen hier durchlaufen und mir Blümchen holen. Ach shit, aber jetzt sind die schon dabei. Oh no. Jetzt sind die schon als Dämon dabei. Kann ich den überhaupt gleich nochmal zu einem Dämon verwandeln? Scheiße. Ich weiß es nicht. Oh nee, das läuft nicht gut hier.
läuft nicht gut. Aber die Explosion ist cool. Beid macht gute Arbeit. Da sind wieder Blumen, sehr gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon 12 Kamelien. Salios hat ein hohes Alter erreicht. Das ist wiederum nicht so gut. Ah, da hätte ich wieder dran denken müssen, dass ich jetzt die Dämonen nicht mitnehme. Ach, mein Gott. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann ich sie auch gleich wieder einsetzen. Das werden wir sehen. Ah ne, wobei ich glaube, die sind ja so erschöpft, na? Und diese Erschöpfung ist, glaube ich, auch was, was ich... Dann brauche ich noch mehr solche Blumen. Ja, hier könnte es Blumen geben bei dem Essen mit, wenn ich Glück habe. Schade! Waren keine Blumen. Na, jetzt spielen wir im Prinzip eine Stage, die ich gar nicht spielen wollte, um Blumen zu holen. Weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Auch keine Blumen. Beschwöre einen mächtigen Dämon. Ah, da kann ich jetzt einen Dämon damit einmal rufen. Ich verstehe. Ist ein cooles Relikt, wenn ich es auf dem wichtigen One dabei hätte. Oh, hier wieder keine Blumen. Was ist denn das hier? Mehr Blumen brauche ich. Wieder keine Blumen. Okay, hier kriegen wir zumindest Anhängerfleisch. Das ist auch sinnvoll. Wenn auch auf andere Art und Weise. Oh lol, und guckt mal, hier gibt es jetzt einfach eine Tarotkarte zusätzlich. Nee, gar nicht wahr. Erhöht die Chance, dass Relikte spawnen, muss ich für 200 kaufen. Na, von wegen zusätzlich. Von wegen zusätzlich. Wir müssen mal ein paar bisschen die Relikte lernen. Aber guck mal, die ganze Stage ist ohne Blumen. Die ganze Stage ist ohne Blumen. Was ist denn das hier für ein Scam? Was ist denn das hier für ein Scam? Göttlich. Alter, das wäre so ein geiles Item, ne? Wenn wir einen richtigen und einen wichtigen One machen würden, wäre das so ein cooles Item. Und jetzt ist es das einfach nicht. Alter. Radtauch. Meine Liebe nahm mein Herz mit auf die See hinaus, ja, auf die See. Dort wird es wohl noch immer sein, noch immer, in ihrem Bett auf dem Meeresgrund, oh weh. Willkommen, Kreuzzügler. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um mich auf meiner Suche zu begleiten. Ich suche nach dem Herz, das einst in meiner Brust schlug.
Das tat es, bis es mir genommen wurde von ihr. Ich sitze hier schon seit so vielen Jahren, sogar ihr Herz ist aus meiner Erinnerung verblasst. Und doch suche ich weiter, ich suche immer fort. Ich habe ein Dutzend Herzen, weißt du, aber keins davon gehört mir. Sie gehören dir, wenn du sie haben willst, Kreuzzügler. Für mich sind sie wertlos, ich will nur jenes, das einst mir gehörte. Damit ich einen letzten Blick auf ihr Gesicht werfen kann. Ich kenne diesen Rhythmus, der stürmische Schlag deines Herzens. Dieses Herzens, es kann nur das meine sein. Eigenwilliges Herz, endlich zurückgekehrt. Kreuzfahrer, die Leere in meiner Brust sehnt sich nach einer Wiedervereinigung. Darf ich? Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, aber ich sag mal ja. Oh, ich bin glücklich und ich bin traurig. Ich weine und ich lache und ich liebe. Danke dir, Kreuzfahrer, für deine Tat. Habe ich jetzt... Ich habe einen Dämon ihm geopfert, oder was? Und hier kann man dann Herzen holen. Ja, gut. Aber die Herzen hier bringen auch gar nichts, ne? Ja, okay. Bin voll. Ja, okay, hier kriegt man Herzen. Toll. Ich brauche Blumen, keine Herzen. Aber habe ich jetzt einfach einen Dämon ihm gegeben für mehr Herzen oder was? Es scheint so. Dass ich irgendwie einen Dämon hergegeben habe, ich weiß es nicht. War sehr irritierend, was da passiert ist. Mann, aber jetzt haben wir die göttliche, jetzt haben wir so eine geile Waffe. Und können sie eigentlich effektiv kaum nutzen. Das ist doch schon wieder super schade, ne? Mal keine Blumen, nix. Nirgendwo Blumen. Was ist denn das für ein Scam hier? Was ist denn das für ein Scam? Wieder keine Blumen. Ah, hier gibt es jetzt Tarotkarten. Da gibt's Blumen, genau. 14. Ja, das sind nicht mal ansatzweise die ich brauche. Ich brauche viel mehr. Es war ein Fail. Ich habe komplett umsonst das Ritual jetzt gewirkt. So ein Quatsch. Vielleicht bekomme ich von ihm noch mal ein bisschen Blumen. Schade. Ehrenstrauch. Nein, dann nehmen wir das Holz mit. Dann nehmen wir das Holz mit. Aber keine Blumen. Mit ein bisschen Hoffnung. Mit ein bisschen Hoffnung in der nächsten Stage. Nochmal am Anfang vielleicht. Mit ein bisschen Hoffnung hier am Anfang nochmal Blumen. Ja. Aber sonst nicht wirklich viel Blumen hier in dem Abschnitt, ne? So viel, viel Knochen, viel Geld, alles cool, aber... Aber leider sonst nichts von dem, was ich eigentlich wollte. Hier sind nochmal Blumen, sehr gut. 18.
Wenn wir nochmal irgendwo so einen Tarotraum hätten, würde ich da ja auch nochmal Blumen bekommen. Oh, hier sind nochmal Blumen gewesen. Ich schwöre einen Dämon, der... Alter, ich krieg so geile Relikte und sie nützen mir einfach nichts. Alles nur, weil ich wieder Quatsch gemacht habe. Alles nur, weil ich wieder Quatsch gemacht habe. Gönnen wir uns wenigstens weiter Anhängerfleisch. Erhalte ein halbes Geißherz pro abtrünnigen Anhänger. Ja, habe ich keinen. Ich kann es nicht mal einsetzen. Ich kann es also nur ersetzen. Okay. Ah ja. Dann machen wir halt hier ein bisschen Sammelding heute. Passt zwar gar nicht in meinen Zeitplan, aber was soll's. Gönnen wir uns mehr Essen. Yes, hier sind nochmal Blumen. Das habe ich doch gehofft. Das habe ich doch gehofft. Hier vielleicht auch noch mal Blumen in dem Shop. Nein. Aber Anhängerfleisch. Oder auch nicht. Für jeden Anhänger ein halbes Geisterherz. 11 Anhänger. Voll. Geil. Also wie gesagt, geile Relikte. Alles cool. Nur leider nützt es mir nichts. Yes! Blumen. Okay, wir haben 24. Mehr Blumen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, bester Raum bisher. Bester Raum bisher, was Blumen angeht. Oh mein Gott, wir haben 30. Wir haben 30. Hier gibt es auch nochmal Blumen. Schade. Nein, ich will von dir die Scheiße... Ja, ich will das nicht lesen. Ich will eine scheiß Tarotkarte. Bonusressourcen, let's go. Da ist so viele Relikte heute, ne? Leider kein Blumenraum. Schade. Ey, kein Blumenraum. Alles useless hier.
Auch kein Blumenraum. Schade. Aber ordentlich auch. Also wir nehmen ja auch ordentlich viel Geld mit. So ist ja nicht. So, vielleicht jetzt nochmal Blumen. Am Anfang. Schade. Blumen. Nice. 32, sehr gut. Ja, okay, dann gehen wir noch bis zum Boss und dann... Dann kehren wir heim. In dem Raum vielleicht nochmal Blumen. Irgendwie ja nicht, ne? Angriff der Krone. Okay, das will ich mir mal anschauen. Alter! Sicke Attacke, Mann. Okay. Bruder! Die Attacke war zu krass. Die Attacke war einfach zu krass für ihn. Holy moly. Holy moly. Die Attacke war einfach viel zu übel. So. Letzter Anfangsraum. Dann geht's wieder ab. Yes, hier sind nochmal schön Blumen. Okay, wir gehen zurück. Ja, okay, das braucht schon tatsächlich eine ganze Weile. Das braucht schon tatsächlich eine ganze Weile. Bis das auflädt, also mitten im Kampf kann man da nicht einfach abhauen. So. Halbe Stunde nur für Ressourcen rumgewuselt. Und in der Zwischenzeit ist er jetzt wahrscheinlich eh wieder fit, ne? Mr. Bartman. Ja, er ist halt eh wieder fit. Geil. Er ist eh wieder fit. Mein Gehirnwäscheeffekt ist fast weg. Also hat sich alles richtig gelohnt auf jeden Fall. Ganz hervorragend haben wir das gemacht. Ganz hervorragend haben wir das gemacht. Ja, und Veit ist jetzt nämlich der der erschöpft ist. Genauso wie Felix dann jetzt auch erschöpft ist. Haben wir schon. Wo ist Felix? Ist Felix auch irgendwo erschöpft? Da kommt Veit. Wo ist Felix? Wo ist Felix? Salios ist auf jeden Fall alt. Den können wir gleich dann opfern noch. Wo ist Felix? Müssten nicht zwei erschöpft sein? Wo ist Felix?
Oh nein! Habe ich den jetzt weggegeben durch die Dämonengeschichte bei den Herzen? Och nee. Och nee, ich habe aus euch Dämonen gemacht, damit ihr nicht mehr verschwindet. So haben wir nicht gewettet, sondern du kannst noch mal beichten, bevor wir dich opfern. Ich meine, das ist doch wohl nicht wahr. Och nee, habe ich jetzt Felix wieder verloren? Ah nee, das war ja saudumm. Das geht auf jeden Fall jetzt auch wieder. Wähle anstatt von Loyalität Sünde im Beichtstuhl zu erzeugen. Ah, okay. Ja, warum eigentlich nicht? Chance, dass Sünde als Belohnung für Minibosse erscheint. Okay, das klingt aber auch nicht verkehrt. Ja, das klingt beides gut, ne? Ja, nehmen wir das. Gewalttätiger Extremist. Alles klar. So. Jetzt sollen wir einmal dieses Ritual machen. Das gemacht. Dann kann ich Felix wiederbeleben. Oder ist er jetzt weg? Ich glaube, ich habe komplett verschissen. Ich wusste doch nicht, dass ich da einen Dämon. Stand das irgendwo, dass ich da einen Dämon hergebe? Dass der dann weg ist? Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Bin ich ganz ehrlich, ich kann mich nicht dran erinnern, dass das da irgendwo stand. Ah. Ganz ähnlich ändern. So. Es fehlen nur noch zwei Sachen. Einmal die Handschuhe und der Hammer. Und danach bringt es ja auch nichts mehr zu leveln, ne? Also, es bringt dann literally nichts mehr. Wir sind viel zu OP. So. Okay. Ja, aber Felix ist einfach weg. Ist das dämlich, ey. Da habe ich Dämonen aus euch gemacht, damit eben nichts passiert und ihr nicht unterwegs sterben könnt. Wollt ihr euch auf diese Mission überhaupt nicht mitnehmen? Es ist doch schon wieder hier. Es ist doch schon wieder absolute Krise. Es ist doch wirklich wieder absolute Krise. Ach, ich kann die Erschöpfung auch gar nicht heilen. Ja, sehr gut. Er ist einfach erschöpft, ja, okay. Alter Schwede, es ist wirklich.
Wir verkaufen erstmal Anhängerfleisch. Solange es viel Geld gibt. So. Dann bauen wir vielleicht gerade noch die letzten Unterkünfte. Das war's. Dann könnten wir jetzt auch mal größeres Toilettenhäuschen bauen. Dann dafür brauche ich mehr Goldbarren, okay. Das haben wir alles schon. Haben wir Schneider jetzt schon mal gebaut? Nee, oder? Ich glaube noch nicht. Nee, da wird ja dadurch bereits gebaut. Ja, ja. Haben wir nicht, okay. Gut. Wir könnten mal die verbesserten Teile hier bauen. So, dann lerne ich nämlich auch mal, ob die auch zusammenbrechen oder ob die wirklich dann stehen bleiben. Aber ich glaube fast, dass die mir auch zusammenbrechen werden irgendwann. So, aber interessiert mich einfach mal, das zu bauen. So. Problem ist halt nur alles. Also literally alles, was wir jetzt sozusagen vorbereitet haben, war für die Katze. Weil wir nicht in der Welt 4 den Weg gemacht haben oder den Weg gegangen sind, sondern jetzt in Welt 1, damit ich Blumen bekomme, damit ich 3 Dämonen das nächste Mal mitnehmen kann. Und deswegen habe ich einen Dämon. Ey, es ist kompletter Müll, was wir getan haben. Es ist kompletter Müll, was wir gemacht haben. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Es ist wirklich, es ist unfassbar, was wir wieder für einen Schwachsinn fabriziert haben. So, wir brauchen ganz viele Goldbarren, haben wir gelernt. Machen wir noch ein paar Steinblöcke. Ich glaube, die sind auch nicht verkehrt. Ey, es ist der Wahnsinn. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wann das hier zusammenbricht. So. Ach, ich kann schon wieder was auswählen. Ah, siehst du, ich kann schon wieder was auswählen. Hier in die Richtung haben wir jetzt alles, ne? In die Richtung haben wir wirklich, ja, in die Richtung haben wir alles, alles, alles. Haben wir auch alles. Das haben wir noch. Ja, komm, dann schalten wir das halt mal frei. So. Ich kriege ja eh schon direkt die nächste. Es ist doch... Ich werd doch hier bekloppt. Na komm, leveln wir halt mal das Tabernakel noch hoch. Kann ich das direkt bauen? Ja. Easy. Okay, so. Ja, Bartman ist am Hungern. Mal was zu essen. Also theoretisch bin ich ja hier, wenn die jetzt essen, ne? Das heißt, wenn die jetzt irgendwelche Sachen hier hinterlassen, kann ich sie direkt wegmachen. Außerdem, ups, eigentlich sollten wir aber eh auf die Toilette gehen.
angebrannte Nahrung. Du hast diese Mahlzeit angebrannt, weshalb sie von deinen anderen. Räum diesen unansehnlichen Murks weg. Alles klar, Kollege. So. Eigentlich haben wir dafür eine Toilette, Freunde, ne? Hier. Dachte ich zumindest. Jetzt sind wieder... Wieso sind jetzt alle krank? Da steht nichts von, die könnten krank werden. Ja, toll, du hast es fast bis zur Toilette geschafft. Wieso sind denn jetzt so viele krank geworden? Du hast es auch fast bis zur Toilette geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Why? Da steht nichts von krank werden bei der Fleischbrühe. Fäkalien hinterlässt, steht da. Wer ist der nächste krank? Hyde, würdest du bitte, wenn du schlafen willst... Ja, dann schlaf halt hier. Du bist auch ins Bett. Alter, zwei Goldbarren hier in der Opferdings. Auch nicht schlecht. So, und es wird Nacht. Ah, du, bei dir krieg ich eine Quest abgeholt. Da war ja was. Da war ja was. Oi, oi, oi. Es ist wirklich, es ist unfassbar, ne? Aber wieso pennt Fight jetzt hier unten? Chef. Magst du mal erklären, warum du hier pennst, Fight? Ist dein Haus nicht mehr hier? Doch. Ja, okay, du bist hier. Mehr als dich hier zuordnen kann ich auch nicht. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt Würfeln. Wir gehen jetzt Würfeln. Der Part ist eh schon komplett schiefgelaufen. Wir gehen würfeln. Also, noch viel mehr hätte eigentlich wirklich nicht schief gehen können, oder? Das war ja wirklich eine absolute Krise hier. So, wen haben wir denn als nächsten Gegner? Okay, den haben wir schon besiegt. Klunk und Beb ist nächster. Also, let's go. Er würfelt eine 6. Toll. Ich würfel eine 2. Ich setze die mal hier gegen. Einfach das, wenn er das Feld voll machen würde und ich jetzt irgendwann eine 6 würfel, kann ich die dann hier reinsetzen. Ja, weil er macht jetzt hier nämlich seine großen Dinger auf. Oh nee, das jetzt... Ah, sobald er eine 3 würfelt, würde er mir hier alles kaputt machen. Ja, komm, wir riskieren. Okay, wieso ist er jetzt nicht in die Mitte mit der 4 gegangen? Das verstehe ich nicht. Das hätte ich an seiner Stelle jetzt eigentlich gemacht. An seiner Stelle wäre jetzt in die Mitte mit einer 4 gegangen. Ja, jetzt kriegt er sogar die 6 dahin. Hier muss ich für die 6 freilassen. Dass ich ihm die 6 klauen kann. So, er hat jetzt das Ding da voll. Jetzt klaue ich ihm hier die 5. Ja, das geht schon, das ist okay. Jetzt hat er die... Ich muss eine 6 würfeln. Ich muss in den 2 versuchen, jetzt irgendwie noch auf die Schnelle eine 6... Ja, das wird nichts mehr. Ich kriege keine 6 mehr, ne? Ich kriege halt jetzt keine 6 mehr. Ach, so ein Schmutz. Ja, geile 6. Perfekt.
Hat gut funktioniert, auf jeden Fall, meine Theorie. So, neuer Versuch. Wo sind die anderen Spieler eigentlich? Da muss doch noch, müssen doch noch mehr kommen. Irgendwann, irgendwie. Okay, er baut hier eine 6 auf. Was würfel ich denn aber auch für Schmutz die ganze Zeit? Ich würfel nur Schmutz. Okay, das hat jetzt voll. Das heißt, da könnte ich jetzt theoretisch 2 Sechser reinsetzen, wenn ich sie ziehen rollen würde. Aber ich glaube, ich klaue ihm das nochmal. Okay. Er spekuliert darauf, dass er mir die 5 hier klauen kann wieder. Weiß es schon. Mach jetzt hier voll. So keine Punkte zusammen. Ja, jetzt könnte ich noch eine 3 würfeln. Wenn ich noch eine 3 würfel, wäre es auch ganz cool. Okay, das Feld da drüben hat jetzt auch voll. Ah, das war jetzt ein ordentlicher Zug von... Okay, jetzt klaue ich ihm hier zwar die 6, aber kann hier die 6 aufbauen. Er wird schon nicht jetzt nochmal eine 6 werfen an der Stelle. Ja, das ist okay. Okay, jetzt könnte ich ihm die 4er klauen. Dann ist aber mein Feld hier voll. Will ich das? Ja. Ein bisschen Glück würfelt er jetzt was Kleineres. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt kann ich die 3 hier voll machen und hoffen, dass er keine 3 würfelt. Okay, die 27 habe ich safe. Die 27 habe ich safe. Die 1 muss ich jetzt hier reinsetzen. Aber damit ist vorbei und ich habe gewonnen. Nice. Puh. Okay. Ha, nicht schlecht. Nimm das. Ich würde versuchen, das zurückgewinnen, aber ich denke nicht, dass ich es mir leisten kann, noch eine Hand zu verlieren. Verdammter Schrunni. Schrummi. Nice, neue Karte. Erhalte 5 Eifer, wenn du getroffen wirst. Oh, okay. Oh, oh. Eifer, der sich auflädt bei Treffern. Okay. So, aber jetzt aktuell kein neuer Gegner hier, ne? Aktuell kein neuer Gegner hier. Ach, stimmt. Der Midas will ja auch 10 Goldbarren von mir. Habe ich sogar ganz vergessen. Der Midas will ja 10 Goldbarren von mir. Habe ich schon wieder komplett verdrängt. So, es wird gleich wieder Tag. Die ersten sind wieder fleißig am Arbeiten. Ja, aber das mit Felix ist jetzt richtiger Müll. Also das heißt aber, den nächsten Anhänger, den wir bekommen, muss ich wieder Felix nennen. So, es tut mir leid, Felix. Es war absolut keine Absicht. Ach so, die pennen nicht, die sind ja immer noch krank. Oh, ich kann das alles nicht. Ich habe 40 Blumen. Ich habe 5 Kranke, toll. Die sollen sich so auskurieren, das ist mir alles zu blöd hier. Das ist mir alles zu blöd hier. Oh, du kannst hier gleich weiter Goldbarren dann herstellen übrigens. Oh, ich habe nur noch 2 Münzen, 2-mal. Passt schon. Wir haben jetzt 8 Goldbarren. Ne, 9. 10. Okay, passt auf, ich gehe zu diesem scheiß Midas und mach den Quatsch.
So, wo will der 10 Goldbarren hier? Nee, hier ist Anhänger opfern. Das machen wir nicht nochmal. Nee, hier auch nicht. War das hier dann? Hier muss ich 10 Goldbarren geben. Ey, wehe, das lohnt sich nicht. Oh, du bist so großzügig. Ich hätte die Hälfte davon akzeptiert. Du bist wirklich nicht gut im Verhandeln, oder? Der Brunnen steht dir zur Verfügung. Verwende ihn so oft, es dir beliebt. Möge das Glück dir hold sein. 350 Münzen geben? Und dann bleiben die da auch drin, oder was? Jetzt habe ich 10. Oh, Alter! Er hat ja irgendwie so gemeint, da kann sich das Geld vermehren, aber es kann sich auch nicht vermehren, ne? Aber jetzt hat sich auf jeden Fall schon mal gar nichts vermehrt. Ich habe jetzt praktisch nur den Brunnen freigeschaltet. Alles Scam hier. Das ist alles Scam. So. Oh, ich muss mal hier neues Brennmaterial sehe ich gerade hinzufügen. Ist hier ja überall leer. So. 5 Goldbahnen hat er in der Zwischenzeit erstellt, der gute Feind. Schön, schön. Für das zweite Reinigungshaus brauchen wir noch 9. Ja. Gut, dass ich jetzt 10 Stück. Ach, ey, komm, es ist doch wirklich. Anhängerfleisch ist auch gerade nicht so im. Also kann ich gerade nicht so teuer verkaufen, wie ich gerne würde. Da muss man mal an der Stelle auch sagen. So, aber die haben alles erstellt. Wunderbar. Mit Felix wurmt mich. Der ist jetzt halt einfach weg. Den kriege ich nie wieder. Das Spiel hat mir das nicht gesagt. Das Spiel hat mich nicht... Hat mich das Spiel irgendwie gewarnt, dass der Anhänger dann weg ist? Überhaupt, dass ich da einen Dämonen opfere? Der hat einfach nur gesagt, ah ja, hier das Herz. Und ich wusste überhaupt nicht, was es bedeutet. Also ein paar Sachen finde ich nicht so... Weiß ich nicht. War ja schon ein wichtiger Anhänger, ne? Es war ja schon ein wichtiger Anhänger, kann man nicht anders sagen. So, er ist auch Stufe 10. Ja. Fest. Sabbat. Ritual heiliger Tag. Ich glaube, das habe ich nicht. Ach, das hier. Arbeiten einen Tag lang nicht. Ja, können wir machen. Können wir machen, aber... Welche Reihenfolge? Wenn die Goldbarren fertig sind. Oh, Predigt. Lol, ich hab die ganzen Kranken... Aha, scheiß drauf. Ich hab die ganzen Kranken gar nicht bedacht. Er wurscht. Hauptsache Predigt gehalten, lol.
Okay. Es ist alles hier ganz wild. Ist der hier schon wieder fertig? Was? So. Jetzt fehlen immer noch 6 Stück, okay. Oh, aber jetzt können wir den Schneider einmal bauen. Komm, dann bauen wir jetzt erstmal den Schneider. Wo bauen wir denn den Schneider mal hin? Machen wir mal neben die Heilstation. Aber ich denke, dass das jetzt nur Cosmetics für die Anhänger sind. Ich glaube, das ist nichts Relevantes. Aber es ist eine Quest an der Seite, also das wollte ich jetzt auch noch weghaben. So, herstellen. Für die hart Arbeitenden. Eine atmungsaktive Tunika für schweißtreibende Tätigkeiten. Ist der Look so gewollt oder ist das Ganze einfach nur schlecht gemacht? Ah, okay. Dann muss nicht hergestellt werden. Ach so, ich muss also zum Beispiel jetzt hier eins herstellen. So, herstellen. What the heck? Oh, das kann man auch noch versauen wahrscheinlich sogar. Und das kann ich jetzt zuweisen. Und dann zum Beispiel sagen, Bartman kriegt das. Okay, ich verstehe. Okay, es hat halt ein bisschen Glaube gegeben. Ja, okay, ich verstehe. Kann man, wenn man zu viel Zeit hat, sich damit beschäftigen? Jemand, der eigentlich gerade fertig werden möchte mit dem Spiel? Vielleicht nicht die beste Ansprechperson dafür. Mann, dass Felix weg ist, ärgert mich zutiefst. Ich kann es nicht anders sagen. Weil ich so null Einfluss drauf hatte. Das wurmt mich. Ich konnte überhaupt nicht wissen, dass das passiert. Ich konnte es überhaupt nicht wissen, dass das passiert. Woher denn auch? Jetzt haben wir 91 Kamele. Okay, jetzt können wir wieder ordentlich heilen in der nächsten Zeit. Sehr gut. Ah, jetzt können wir wieder ordentlich heilen in der nächsten Zeit. Ja, das ist wieder Nacht. Ach ey, wer ist wirklich... Also. Anhängerfleisch jetzt wieder besser? Ja, 7. Okay. Das ist ganz okay. Das ist ganz okay. So. Wie gesagt, ich bin gespannt, wann das zusammenbricht, so. Ne? Bin ich sehr gespannt. Cool wäre es ja auch übrigens. Alles klar. Cool wäre es ja auch übrigens, wenn man mal... So, wenn die sich praktisch schon fast komplett geheilt haben. So wie er jetzt. Er ist ja eigentlich fast fertig. Dass der dann halt nur noch eine Blume kostet. So, ne? Aber er kostet halt genauso die vollen 10 Blumen. Wie wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal heilen würde.
So, aber dann sind jetzt alle wieder fit, ne? Bis auf den einen da, das ist okay. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, letzte Waffe wird verbessert. Zack, alle 6 Waffen verbessert. Und damit ist doch jetzt... Gibt es jetzt überhaupt noch eine Verbesserung, die man machen kann? Ich wüsste es nämlich nicht. Ich wüsste es wirklich nicht. Ja gut, wir schließen an der Stelle den Part ab. Wir gehen nächstes Mal wirklich auf den richtigen Kreuzzug. Ey, der Part war nicht schön. Der Part war nicht schön und es liegt daran, dass wir Felix verloren haben, weil ich es nicht beeinflussen konnte. Und das ärgert mich. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.